Woran liegt es, dass so viele Menschen weit unterhalb ihren Möglichkeiten bleiben? An hinderlichen Überzeugungen und Glaubenssätzen. Deswegen haben wir mal was vorbereitet. Nächste Woche, Dienstag, 17 Uhr, die Veranstaltung Mindfuckbuster. Wie man es schafft, hinderliche Glaubenssätze und Überzeugungen zu erkennen und zu überwinden. Mit dabei ist Christian Breitschwert. Christian, warum ist es so wichtig, Mindfuck zu vermeiden? Ja, es ist ein berechtigtes Thema, Peter. Also Mindfuck. Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, wo ich das erste Mal bei meiner jetzigen Frau nach Hause gekommen bin und da lag ein Buch auf ihrem Tisch und das hieß: Hör endlich auf mit der Gehirnwichserei und fang an zum Leben. Denn alles, was wir im Kopf uns jetzt gerade denken, hat nichts mit unserem aktuellen Leben zu tun, sondern mit unserem vergangenen Leben, mit den vergangenen Erfahrungen, mit den vergangenen Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Mit Fehlprogrammierung, mit Fremdprogrammierung, mit Lehrwissen, was Unwissen ist, mit verschiedensten Thematiken, Büchern, die ihr gelesen habt, Menschen, mit denen ihr euch unterhalten habt, Erfahrungen in Unternehmen, Erfahrungen in eurer Lehre, Erfahrungen in der Schule, Erfahrungen mit Freunden. Und das ist alles das, was in eurem Gehirn abgespeichert ist. Und wenn ihr darauf hört, praktisch die bei den neuen Erfahrungen es immer wieder mit den alten Erfahrungen abstimmt, dann ist es nur in einem Moment super, super wichtig, und zwar, wenn Gefahr droht. Wenn es aber um das bewusste Leben geht, dann ist es wichtiger, auf sein Herz zu hören, auf sein Herzgefühl und darauf zu achten, dass man mit seinem Leben, mit seinem Herzen geht. Und dann kommen auch entsprechend herzvolle, wundervolle Erlebnisse in euer Leben. Also, beschäftigt euch mit dem Thema Mindfuck, beschäftigt euch mit dem Thema Glaubenssätze, mit dem Thema, wie euer Kopf euch oft einen Streich spielt. Ich verweise auf Zauberer, die euch faszinieren, aber die doch euch nur täuschen. Oder auch andere Thematiken wie Hypnose, wie verschiedensten Methoden, die auf uns wirken. Und achtet darauf, dass ihr in euch ruht und euch mit euch sehr, sehr gut connected seid. Das ist mein dringender Rat. Und wir freuen uns, euch dann bei uns im nächsten Meeting zu sehen. Vielen Dank, Christian Breitschwert. Mehr zu dem Thema nächsten Dienstag, 17 Uhr, bei Mindfuck Buster, wie man es schafft, hinderliche Glaubenssätze und Überzeugungen zu erkennen und zu überwinden. Ich hoffe, wir sehen uns.